Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich heute mal wieder einen Tag für euch drehen. Habe ich ja jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Und ihr mögt Tags aber, ja, das habe ich ja in euren Video-Wünschen auch schon mal rausgehört, dass ihr Tags eigentlich mögt. Und ich habe jetzt einen ganz coolen Tag gesehen, und zwar bei der Jessie, bei Mama Tier 4. Die hatte ich ja auch schon empfohlen gehabt, mein letztes Video oder vorletztes Video. Ja, war ja auch ihr gewidmet, ja, und die es noch nicht gesehen haben sollten, die schauen jetzt mal bei ihr vorbei, und ihren Kanal verlinke ich wieder in der Infobox. Und ja, vorbeischauen und abonnieren, die es noch nicht gesehen haben. Und genau, die hat jetzt, ja, vorgestern glaube ich, einen Tag hochgeladen, beziehungsweise zwei, aber den einen davon fand ich wirklich cool und dachte, den mache ich einfach mal schnell für euch, und zwar ist das der Über-mich-Tag. Und ja, ich denke einfach, es ist für euch bestimmt interessant, das ein oder andere auch über mich so privat zu erfahren oder so Dinge, die ja einfach nur mich angehen. Und ja, das findet ihr bestimmt oder hoffentlich interessant. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Tag, und wir fangen auch direkt an mit Frage Nummer 1. Ihr wisst, Handy, da schaue ich jetzt halt immer drauf, also lasst euch nicht beirren, dass ich hier immer runterschaue. Frage Nummer 1. Wie magst du dein Spiegelei? Von einer oder beiden Seiten gebraten? Ich esse keine Spiegeleier. Also ich esse allgemein eigentlich gar nicht gerne Eier. Ich esse nur, aber auch sehr, sehr selten, gekochte Eier. Also richtig so hart gekochte Eier, die man auch kennt, die so eine bunte Schale zum Beispiel haben. So hart gekochte Eier mal irgendwie auf dem Brot drauf oder so mit Salz. Oder zum Frühstück halt so ein hart gekochtes Ei. Dann mag ich es aber, wenn das Eigelb dann noch ein bisschen weich ist innen drin. Aber alle anderen Arten von Eiern, also Spiegelei, Rührei, sonst irgendwas, mag ich gar nicht. Von daher, nun. Frage Nummer 2. Schönheit versus Gesundheit. Was ist dir wichtiger und wie weit würdest du für die Schönheit gehen? Also definitiv Gesundheit, definitiv, weil... ja, also, ja, Gesundheit, definitiv, auf jeden Fall. Das ist am aller wichtigsten. Da ist es ist wirklich egal, wie jemand aussieht, weil gesund muss jeder Mensch sein und nur dann kann man glücklich sein. Und was bringt es euch, wenn ihr gut ausseht, aber nicht gesund seid? Dann seid ihr auch nicht glücklich. Und ich glaube, das hat sogar die Jessie auch gesagt, gell? Also ist nicht nachgemacht jetzt, falls du das jetzt siehst, aber ich bin genau deiner Meinung. Weil, ja, es ist einfach so. Was bringt euch das? Also Gesundheit definitiv am wichtigsten. Und die Antwort für, und wie weit würdest du gehen für die Schönheit? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt total abgeneigt bin und jetzt eine negative Einstellung habe gegenüber Schönheits-OPs oder sowas. Ich persönlich habe jetzt noch keine gehabt, habe jetzt auch keine geplant oder sonst irgendwas. Bin aber der Meinung, wenn man mit sich oder seinem Körper so total unzufrieden ist, wenn man irgendwas hat, wo man sagt, das will ich überhaupt nicht mehr so haben, das gefällt mir nicht und das will man anders haben aus bestimmten Gründen, dass einem das vielleicht wirklich psychisch auch belastet, dann finde ich das in Ordnung. Und das ein oder andere oder über das ein oder andere habe auch ich mir schon Gedanken gemacht. Wird es natürlich jetzt nicht in Erwägung ziehen, das bald zu tun, aber man macht sich eben so seine Gedanken. Und ja, also was ich mit Sicherheit vielleicht irgendwann mal machen werde, sind vielleicht auch mal irgendwas gegen Falten oder so. Aber jetzt, ich halte jetzt natürlich nichts von Botox und ich würde auch nie jetzt so aussehen wollen wie diese Stars. So total, ja, diese kaputte, glatte Haut, das ist ja auch fürchterlich. Ich meine, irgendwie soll man ja auch sehen, dass man älter wird und nicht älter sein, aber die Haut sieht dann aus wie glatt gebügelt. Ich meine, das ist ja auch fürchterlich, ja. Aber wer weiß, keine Ahnung. Also ich habe überhaupt nichts dagegen. Das kann auch jeder machen, wie er das will und wie er damit glücklich ist. Und wenn man mit irgendwas ein bestimmtes großes Problem vielleicht hat, warum nicht, kann man das auch beheben. Aber ich habe jetzt nichts in Planung derzeit. Frage Nummer 3. Was wolltest du dir schon immer mal kaufen und hast es aber noch nicht gemacht? Da habe ich mir jetzt vorhin schon mal Gedanken drüber gemacht, was ich dazu sage, weil mir fällt eigentlich momentan nicht wirklich was ein. Also was ich mir schon immer kaufen wollte,
Keine Ahnung. Also ich meine, es gibt immer mal bestimmte Dinge, wenn ich jetzt gerade so in natürlich Beauty-Klamotten-Schiene oder so denke, gibt es immer Dinge, von denen ich sage, das will ich unbedingt irgendwie mal haben. Zum Beispiel gibt es von Urban Decay die, welche war das denn? Ich glaube zum 15-Jährigen oder zum 14-Jährigen Forties, Evanescery Kollektion, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber ich weiß, wie sie aussieht. Die ist so geil. Lila, groß aus Samt und hat so einen silbernen, glitzernden Deckel und die Farben da drin, die sind einfach der Hammer. Aber ich finde sie nirgends und auf eBay ist sie schweineteuer. Aber die hätte ich natürlich sehr gerne. Momentan, ja, wollte ich ja noch von Clinique den Selbstbräuner fürs Gesicht, den will ich schon ewig, habe ihn mir aber immer noch nicht gekauft und weiß eigentlich nicht warum. Ich denke, wenn ich das nächste Mal zum Douglas gehe, werde ich das tun. Aber das ist was, wo ich jetzt schon ein paar Wochen eigentlich will, es aber mir noch nie gekauft habe, obwohl ich derzeit schon im Douglas war und auch dran gedacht habe, habe es aber nie gemacht. Dann gibt es noch so ein paar Schuhe von der Marke Iron Fist, falls euch das was sagt. Wenn nicht, dann googelt mal, stehe ich total drauf. Ich kann euch den Link auch mal in die Infobox stellen. Bei brandos.de gibt es zum Beispiel auch Iron Fist Schuhe. Die sind jetzt nicht mal so teuer. Also was heißt, es ist schon teuer, aber ich sag mal nicht mehr wie 100 Euro, was natürlich trotzdem viel ist. Und die haben so geile Pumps, so mit Totenköpfen drauf und total die abgefahrenen Muster und Nieten und diese kleinen Details. Und die finde ich einfach so, so, so geil. Und ich gucke mir diese Schuhe so oft an und kein bestimmtes Modell jetzt oder so, aber einfach von der Marke, die gucke ich mir so oft an und ja, habe mir noch nie bestellt. Bestimmt schon seit 3, 4 Jahren gucke ich mir immer mal wieder diese Schuhe an und ja, habe es mir noch nie bestellt. Ich weiß nicht warum, also ja, keine Ahnung. Also zu der Frage fällt mir jetzt nicht wirklich was total Wichtiges oder so ein. Ich meine, das sind einfach nur so ein paar Kleinigkeiten, wo man einfach so im Kopf hat, das wollte ich eigentlich schon immer, habe es aber irgendwie noch nie gemacht und da gibt es jetzt nichts wirklich Wichtiges oder so. Frage Nummer 4. Duschst du morgens oder abends? Das hatte ich auch schon mal in einem Video erwähnt. Ich dusche immer abends, vor allem seitdem ich ein Kind habe. Weil, ja, so wie jetzt zum Beispiel auch, ist es jetzt nach 20 Uhr, ja, 8:30 Uhr, die ist jetzt gerade im Bett seit einer halben Stunde oder so. Und ja, da habe ich dann Zeit für mich, kann Videos drehen, kann sie bearbeiten, kann hochladen, kann YouTube-Videos gucken, habe einfach Zeit für mich und kann auch duschen. Und da kann ich mit Ruhe duschen und kann mir Zeit lassen im Bad und kann meine Haare machen oder Gesichtsmasken machen und peelen und sonst irgendwas. Und ja, das mache ich immer, immer abends. Und das ist so meine Zeit, da habe ich Zeit für mich und ja. Fünftens, das schlimmste psychische Gefühl, das du je empfunden hast. Das ist definitiv Trauer. Und ja, also Trauer. Aber ja, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Frage Nummer 6. Beschreibe dich mit 3 Worten. Mit 3 Worten. Ich würde sagen, ehrlich. Ehrlich. Lieb und na gut, das kann ich jetzt nicht mit einem Wort sagen, aber so, ich bin eigentlich immer für andere da und würde eigentlich alles tun für ja, so meine Liebsten. Siebte Frage: Ein Lied, das dich zum Weinen, Nachdenken bringt oder das dich an eine Person oder Situation erinnert. Das ist definitiv Somewhere Over the Rainbow. Und Frage Nummer 8, Thema Urlaub, wandern in den Bergen oder baden am Strand? Ich muss sagen, ich mag eigentlich beides, aber ich bin nicht so der Typ, der sich den ganzen Tag an den Strand legen kann. Also das kann ich irgendwie nicht, das ist mir auf Dauer irgendwie zu langweilig. Also ich muss dann zumindest mal dann eine Städtetour machen und irgendwas angucken und besichtigen und was weiß ich was alles machen. Ich kann nicht den ganzen Tag am Pool liegen oder am Strand oder so, das ist mir einfach zu öde. Und da ich mit meinen Eltern früher als Kind immer in den Bergen war, bin ich total Berge verbunden und Bauernhof verbunden eigentlich, weil ich da so komplett meine Kindheitsurlaube immer verbracht habe, immer. Und ich mag es auch immer noch sehr, immer noch sehr. Also ich mag sehr gerne Berge und Bauernhöfe und so.
vielleicht eher das, aber eigentlich mag ich beides. Neuntens, was hältst du von Lush? Lush, also ich finde die Idee ganz cool, das ist ja alles rein vegan hergestellt, also alles auch rein pflanzlich, ohne Tierversuche und sonst was, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist nie verkehrt, sowas. Ich meine, Tierversuche gibt es weitaus genug und an verschiedenen Stellen, nicht nur in der Kosmetik. Es gibt es überall und von daher finde ich es wirklich gut, wenn es Firmen gibt, die sowas gar nicht machen und die dann auch rein aus veganen Produkten bestehen. Das finde ich sehr gut. Ich selber habe von Lush nicht viel. Ich habe nur das Big Shampoo und das Bubblegum Lippenpeeling, was ich aber sehr gut finde. Nur der Geschmack ist halt echt gewöhnungsbedürftig, weil das babbisch süß ist. Aber es ist sehr, sehr gut von der Wirkung her. Und das Big Shampoo finde ich bisher auch ganz gut. Ich komme mit den Gerüchen nicht so klar. Ich habe jetzt nur an den beiden Sachen ja gerochen. Und ich war auch einmal in einem Lush gewesen, habe mir aber nichts gekauft. Das war schon viele Jahre her. Und da war ich einfach total überfüllt mit diesen Düften. Das ist irgendwie nichts so für mich. Da bin ich sehr empfindlich, kriege auch schnell Kopfschmerzen, wenn es zu süß ist oder so. Ja, also die zwei Produkte, die ich habe, mag ich. Und ja, außer bei Big, da mag ich den Geruch zum Beispiel, das finde ich geht gar nicht. Also den finde ich ganz, ganz schlimm. Deine deutsche Lieblingsstadt? Mannheim, würde ich sagen. Also ich meine, ich war auch schon in vielen anderen Städten gewesen. Aber ich finde Mannheim eigentlich ganz cool. Das erste Kosmetikprodukt, das du dir gekauft hast, oh je, das weiß ich nicht mehr, das ist jetzt ja mit Sicherheit schon vielleicht ca. 20 Jahre her. Ich denke aber mal, dass es ein Lippenstift oder ein Kajal gewesen ist. Und ich weiß, dass ich damals, als ich so als Teenie angefangen habe, Kosmetikprodukte zu kaufen, sehr viel von Manhattan gekauft habe. Und das war auch, glaube ich, mein erster Lippenstift, war auch von Manhattan gewesen, so ein ganz, ganz hellrosaner. Und also mein erstes Produkt war mit Sicherheit entweder ein Lippenstift oder ein schwarzer Kajal, weil ich weiß, dass ich mit schwarzem Kajal angefangen habe, auch bevor ich Mascara benutzt habe oder so, habe ich mit schwarzem Kajal angefangen und Lippenstifte. Also eins von den beiden. Isst du Fleisch? Ja, ich esse Fleisch, aber ich esse nur Geflügelfleisch, also nur Pute und Hähnchen. Ja, also ich esse kein Schwein und kein Rindfleisch. Und hier ist die gleiche Antwort wie Jessie. Ich habe es ihr schon als Kommentar geschrieben. Nicht, dass ihr denkt, ich mache ihren Tag oder so nach, aber das habe ich ihr schon als Kommentar drunter geschrieben. Diese Frage würde ich 1:1 so beantworten wie sie. Das haben wir halt nun mal anscheinend gemeinsam. kannst du tanzen, wenn ja, was? Naja, ich würde nicht wirklich sagen, dass ich es kann. Ich war in der Teenie-Zeit in einer Tanzschule gewesen, habe da 3 Tanzkurse gemacht, auch mit den ganzen Abschlussbällen, die man dann immer so hat und auch eine Abschlussprüfung, also bei dem dritten Kurs, die war dann so mit Prüfung, Bronze war das dann, da habe ich halt so Standard getanzt, alles mögliche, was es halt da gibt, Disco Fox, Walzer, Cha-Cha-Cha, Rumba und so Sachen halt, ne, lernt man da. Das habe ich halt so in der Teenie-Zeit getanzt und tanzen können, das kann ich jetzt nicht mehr so, also ich werde gerade noch so Disco Fox hinkriegen und gut, Cha-Cha-Cha, Rumba kenne ich die Grundschritte, aber keine Figuren mehr. Und Walzer auch, klar, aber keine Figuren mehr. Und ansonsten in der Disco, naja, man macht halt irgendwie irgendwas, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen schon, klar. Natur oder konventionelle Kosmetik? Also, was ich besitze, vorwiegend konventionelle Kosmetik. Keine Ahnung, das ist einfach so, die Sachen gefallen mir einfach viel besser. Und wenn es mal was gibt aus Naturkosmetik, also von DM, Alverde oder sonst irgendwas, dann kaufe ich mir das auch, wenn es da mal irgendwas Cooles gibt oder meine coole LE oder sonst was. Also ich kaufe eigentlich das, was mir gefällt. Das, was mir gefällt, kaufe ich, egal was es ist. Aber ich besitze trotzdem natürlich überwiegend konventionelle Kosmetik. Ja. Und die letzte Frage, die ich sehr, 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 sehr kurios finde und ich überhaupt nicht weiß, wer sich so eine Frage ausdenkt in einem Tag, aber irgendwie sind in allen Tags mindestens eine Frage dabei, die ich nicht verstehe und die irgendwie auch keinen Sinn machen, so für den Tag oder den anderen Fragen gegenüber. Aber egal, Frage Nummer 15. Macht dir der Gedanke Angst, dass du auf einer riesen Kugel sitzt und durch das Nichts fliegst? Ich
Glaube nicht, nee. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das Angst macht. Wenn ich mir das vorstelle, fände ich das ganz cool, wenn ich das könnte. Also ich fände das eigentlich ganz cool. Ja, eigentlich finde ich die Vorstellung ganz cool. Nee, macht mir eigentlich keine Angst. Also mir macht eher Angst, ja, wer sich solche Fragen ausdenkt. Aber egal, passt nicht so ganz in den Tag, aber egal. Ich hoffe, die anderen Fragen haben euch irgendwie gefallen, beziehungsweise meine Antworten dazu haben euch gefallen und ihr habt irgendwie ein Stück weit mehr von mir kennengelernt. Und ja, schreibt mir was in die Kommentare, wie ihr den Tag fandet, wie ihr meine Antworten fandet. Und ja, einfach, was ihr wollt. Ich freue mich über alles von euch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Bis dann. Ciao.